und herzlich willkommen zurück zu unserer dritten Lektion in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Heute geht es jetzt um die Kombinatorik. Das heißt, das ist, wie ich schon angekündigt habe, ein Abzählverfahren und die Variationen und die Kombinationen, was eigentlich so ein Thema ist. Also, die einfachsten Wahrscheinlichkeitsräume sind diejenigen eines Laplace-Experiments. Zahl der günstigen durch Zahl der möglichen. Dies ist eine Frage des Abzählens, also eine Frage der Kombinatorik. Das Multiplikationsprinzip strich die Produktregel. Objekte des Abzählens von der Kombinatorik sind K-Tupel, das heißt endliche Folgen von Elementen aus endlichen Mengen, welche geordnet sind. Solche K-Tupel werden meistens mit A1, A2 bis AN oder AK bezeichnet, weil es keine K-Tupel sind und keine N-Tupel. Ordnung meint, dass AB von BA verschieden ist, wenn A ungleich B ist. Das heißt zum Beispiel, dass wenn zuerst beim Würfel 1 und dann beim Würfel 6 fällt, ist das verschieden, als wenn beim Würfel 6 fällt und dann beim Würfel 1 fällt. Das wollen wir unterscheiden. Natürlich, wenn zuerst 6 und dann 6 oder zuerst 6 und dann 6, ich weiß, das ist komisch, das kann man nicht unterscheiden. Deswegen muss A ungleich B sein. Allgemeiner, dass verschiedene Anordnungen verschieden sind. Die geordneten K-Tupel werden manchmal auch Sequenzen genannt. Ein K-Tupel ist keine Menge, denn in einer Menge kommt es nicht auf die Ordnung an. Es gibt nur eine Menge mit den Elementen AB. Die Triple ABC, ACB, BAC, BCA und so weiter und so fort, CAB, CBA bilden eine sechselementige Menge ABC. Verschieden vorausgesetzt, während die Menge ABC, also hier, diese Menge hier, Mengenklammer A, B, C, natürlich nur aus den drei Elementen A, B und C besteht. So. Gut. Hat man K-Mengen M1, M2 bis MK mit N1 bis NK Elementen? So sieht ein geordnetes K-Tupel folgendermaßen aus: A1, A2, AK mit AJ aus MJ. Das hatten wir schon, wenn J in, also kleiner K ist oder kleiner gleich K ist. Anzahl der geordneten K-Tupel ist N1 mal N2 mal NK mal NK. Halt. Das nennt sich das Multiplikationsprinzip oder eben die Produktregel, wie ich hier im Titel geschrieben habe. Ist M eine endliche Menge, so bezeichne M mit so zwei Strichen rum, ich nenne das Betrag, die Zahl ihrer Elemente. Per Definition ist die leere Menge Betrag 0, sie hat kein Element. Sind M1, M2 bis MK endliche nicht leere Mengen, so bezeichnen M1, Kreuz M2, Kreuz und so weiter und so fort bis Kreuz MK die Menge der geordneten K-Tupel. Also zum Beispiel 1, 2, 3 oder eben dieses ABC-Dings da, ACB, BAC, BCA, CAB und so weiter und so fort. Dann lässt sich das Multiplikationsprinzip als Schreiben als der Betrag von M1 Kreuz M2 bis und so weiter Kreuz MK Betrag, also das Betrag ist der M1 Betrag, das eine Betrag mal den anderen. Nehmen wir an, in dem einen sind zum Beispiel 2, ich habe 3 Mengen, in dem anderen nochmal 2 und in dem dritten nochmal 2. Dann steht hier links dann 2 mal 2 mal 2 gibt 8. Und hier 2 Kreuz 2 Kreuz 2, das kann man leicht ausrechnen, kann man da ausprobieren. Mit zwei Elementen könnt ihr nennen, wie ihr wollt, mal, also dreimal zwei, verschiedene zwei Elemente und dann die Tupel bilden. Dann könnt ihr selbst schauen, was der Betrag ist. Ich sage, es wird 8 werden. So. Eine Variation mit Wiederholungen. Ich bin jetzt hier so ein bisschen zu weit gegangen. Gut. Dass alle Anzahlen gleich sind, ist speziell dann der Fall, wenn alle Mengen gleich sind. Dann sei die einzig zur Verfügung stehende Menge mit M bezeichnet. In diesem Fall spricht man von einer Variation mit Wiederholung. Wiederholung besagt, dass ein und dasselbe Element von M beliebig oft gewählt werden kann. Zum Beispiel, wir haben noch letztes Mal die Urnen. Hier habe ich noch ein Beispiel mit Würfeln stehen. Ich fange mit den Urnen an. Man zieht aus der Urne eine Kugel und legt sie dann wieder zurück. Das heißt, sie kann wieder gezogen werden. K-Tuppel, geordnet K-Tuppel, ja, das spricht man spricht von, ja, das habe ich da. Ja, da habe ich ja auch das schon. Genau. Abbildungsmodell. Wie viele Abbildungen F von einer Menge mit K Elementen, zum Beispiel K ist die Menge 1, 2 bis K, in eine Menge mit N Elementen, also 1 bis 2 bis N die Menge, gibt es? Die Antwort ist N hoch K, denn man kann jedem Element von K ein beliebiges Element von N zuordnen. Man kann sozusagen K mal etwas aus N ziehen. Also wenn ich eine Urne habe, da sind dann 3 Kugeln drin und ich ziehe zweimal, dann gibt es natürlich 9 Möglichkeiten. Ich kann das erste Mal 3 Kugeln ziehen, 3 verschiedene, und das zweite Mal 3 verschiedene. 3 mal 3 gibt 3 Quadrate.
das Wortmodell. Ein Alphabet mit n Buchstaben sei gegeben. Wie viele Wörter der Länge k gibt es? Zum Beispiel, es gibt 2 hoch 3 Wörter der Länge 3 aus dem Alphabet A, B. Ich habe das jetzt Alphabet jetzt etwas abgekürzt. 2 hoch 3, 2 Buchstaben, sage ich mal. Und die Länge 3, 2 hoch 3. So. Also, geordnete K-Tuppel. M sei nicht leere Menge mit n Elementen. Anzahl der geordneten K-Tuppel ohne Wiederholung. N mal n minus 1 mal n minus 2 und so weiter und so fort bis n minus k plus 1. Jedes Element kann nämlich nur einmal benutzt werden. Man kann immer weniger Elemente benutzen. Da habe ich wieder Beispiele, nämlich ziehen ohne zurücklegen. In einer Urne liegen jetzt zum Beispiel k unterscheidbare nummerierte Kugeln. Es wird die erste Kugel gezogen und dann wieder nicht zurückgelegt, anders wie beim letzten Mal. Da habe ich sie ja wieder zurückgelegt, dann hätte ich sie wieder ziehen können. Jetzt kann ich die nicht mehr ziehen. Dann wird die zweite Kugel gezogen und so weiter und so fort bis k mal. Das Abbildungsmodell. Wie viele Abbildungen in F von einer Menge mit k Elementen in eine Menge mit n Elementen gibt es, wenn die Abbildung eindeutig heißt? Das heißt, wenn zwei Bilder jeweils verschieden sind. Das heißt, zum Beispiel in der Urne hat es keine zwei gleichen Kugeln in diesem Fall. Ja, eben ohne Wiederholung mal das. Man kann eine Kugel nicht doppelt ziehen. Ein Wortmodell, ein Alphabet mit einem Buchstaben sei gegeben und so weiter. Wie viele Wörter gibt es mit aus dem Alphabet ABC mit der Länge 2? Ich glaube hier 3, okay. 3 mal 2 mal 3. Ja, ich weiß nicht, warum ich hier Länge 2 geschrieben habe, jedenfalls. ABC, ACB und so weiter und so fort. Aber ich darf nicht zum Beispiel BBC darf nicht, weil dann kommt das B doppelt oder AAA, weil dann kommt das A doppelt. Also könnt ihr ja vergleichen mit hier. Hier kam AAA vor, das geht nicht, AAB und so weiter, alles, wo etwas doppelt ist, geht nicht. Ja, genau. Ich komme zum nächsten. Also. Kombinationen, bin ich schon hier? Nein, ich bin jetzt etwas zu weit, tut mir leid. Also, ich komme zu Permutationen. Eine Permutation ist ein N-Tuppel ohne Wiederholung aus einer Menge mit n Elementen. Es gibt n mal n minus 1 mal n minus 2 und so weiter bis n minus 1, also so. Das ist ja n minus n ist 0, minus minus 1 ist plus 1 mal 1 bis zu dem hier. Permutation mit n Elementen. Diese Zahl wird bekanntlich mit n-Fakultät bezeichnet. Ihr wisst ja, 1 Fakultät ist 1, 2 Fakultät ist 2, 3 Fakultät ist dann 3 mal 2 ist 6, 4 Fakultät ist dann das 6 mal 4 und so weiter und so fort. Und zum Beispiel 5 Fakultät wäre dann 120. Ein Beispiel, 8 Personen warten vor einem Selbstbedienungsbuffet. Auf wie viele Arten kann die Schlange zusammengesetzt werden? Ja, der erste kann sich an 8 Positionen stellen, der zweite an 7 und so weiter und so fort. 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 und das sind 40.320 Arten. Wenn ihr einen Taschenrechner habt, könnt ihr das ja nachrechnen. Ja, Kombinationen ohne Wiederholungen. Bei Variationen kommt es auf die Ordnung der gewählten Elemente an. Bei Kombinationen nicht. Eine Kombination ist also eine Teilmenge von m, Kreuz m bis so und so weiter. Kreuz m ist nämlich a ein Element von m, so ist a, a keine erlaubte Kombination ohne Wiederholung. Ist b ein weiteres Element ungleich a, so ist a, b eine Kombination und zwar dieselbe wie b, a. Denn die Reihenfolge spielt keine Rolle. Man kann Menge a, b schreiben. Ich mache ein Beispiel, was eine Kombination ist, nämlich beim Lotto. Beim Lotto, da kommt es nicht darauf an, ob ich zuerst die 1, dann die 2, dann die 3 oder die 4 und dann die 4 und so weiter und so fort angekreuzt habe. Ich hätte auch zuerst die 4, dann die 3, dann die 2 ankreuzen können. Das spielt keine Rolle. Wenn ich zum Beispiel würfle und unterscheide zwischen 1, 6 und 6, 1, dann kommt es, dann ist es eine Variation, weil dann kommt es auf die Ordnung an, ob zuerst 1 oder zuerst 6 gefallen ist. Ja. N sei eine nicht leere Menge mit n Elementen. Ein ungeordnetes K-Tuppel aus m Elementen ist nichts weiter als eine k-elementige Teilmenge von m. Das habe ich schon. Ungeordnet meint also ohne Beachtung der Reihenfolge, wie eben im Lotto gesagt. Man spricht oft von einer k-Kombination ohne Wiederholung. Die Anzahl der k-Kombinationen von Elementen ist n mal n minus 1 mal n minus 2 bis und so weiter mal n minus k plus 1. Das erinnert uns jetzt sehr an die Variation durch, jetzt ist es ja weniger, weil es auf die Reihenfolge nicht drauf ankommt, durch k-Fakultät. Weil das ist das, wo es auf die Reihenfolge nicht drauf ankommt. Deswegen wird es ja weniger.
Man schreibt n mal n minus 1 mal n minus 2 und so weiter mal n minus k plus 1 in der Form als n-Fakultät durch n minus k-Fakultät. Der Beweis ist, ich kann ja jetzt einfach durch n minus k-Fakultät rausbekommen, dann kriege ich genau das da hier raus. Dann ergibt sich also die genannte Anzahl als n-Fakultät durch k-Fakultät mal n minus k-Fakultät. Eine Zahl, die meist mit n über k geschrieben wird und k aus n oder n über k. Das oben ist n über k oder das unten k aus n genannt wird. So. Beispiele für Kombinationen ohne Wiederholungen. Ziehen ohne Notierung der Reihenfolge. Aus einer Urne mit n unterscheidbaren Kugeln werden k gezogen. Erst anschließend wird die Ausbeute betrachtet, sodass die Reihenfolge keine Rolle spielt. Also ich ziehe, sage ich mal, blind irgendwelche Kugeln, ich schaue nicht hin und am Ende schaue ich mir die Kugeln an. Ich habe die irgendwie angeordnet, das heißt auf die Reihenfolge kommt es nicht drauf an. Ich sehe, aha, ich habe die Kugeln 1, 4, 7, 8 und 9 gezogen. Ich hätte auch gleich sagen können, ich hätte die Kugeln 9, 8, 4 und 1 gezogen. Also es spielt keine Rolle bei der Variation, war das hier anders. Dort hat man zuerst geschaut, dann notiert und dann wieder zurückgelegt und dann. Ein Wörtermodell. Die Buchstaben des Alphabets seien in fester Reihenfolge angeordnet. A ist vor B und so weiter und so fort. Wie viele Wörter der Länge K gibt es derart, dass nach jedem Buchstaben nur ein Nachfolger im Alphabet zulässig ist? Ja, das ist das Wörtermodell. Dann kommt das Teilmengenmodell. Wie die Ermittlung der Anzahl der K-Kombinationen ohne Wiederholung zeigt, ist ihre Anzahl gerade die Anzahl der Teilmengen mit K-Elementen aus M. Und jetzt noch ein konkretes Beispiel. Es gilt: 5 über 3 ist 5 Fakultät durch 2 Fakultät mal 3 Fakultät. Im Übrigen, was ich noch sagen wollte, hier steht ja 5 über 3. 5 über 3 ist dasselbe wie 5 über 5 minus 3, also 5 über 2. Das kann euch vielleicht helfen, falls ihr das hier einfacher findet. Ist logisch, ich tausche hier einfach die Reihenfolge, spielt keine Rolle. Ich wollte es nur sagen. Und das ist ja 120, das habe ich ja am Anfang gesagt, was 5 Fakultät ist, durch 2 mal 6, logisch, ist 10. Teilmengen mit zwei Elementen von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, keine 6, die habe ich hier notiert. 1, 2, 1, 3, 1, 4 und so weiter und so fort, 2, 3, 2, 4 und so weiter und 3, 4, 3, 5, 3, 6. Halt 5, hier 5 bis 5 und das halt hier gibt es 1, 2 und 3. Hier geht es bis zu 5, sage ich mal. Also, ihr wisst, was ich meine. Dann, das Selbstbedienungsbeispiel, was ich ja schon mal genommen habe, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Also, 8 Personen warten vor dem Selbstbedienungsbuffet. Auf wie viele Arten kann die Schlange zusammengesetzt sein? Das hatten wir schon, das sind 40.320 Arten. Der erste kann sich ja, das habe ich schon gesagt. 3 Personen wählen von diesen 8 das Fischgericht. Wie viele möglichen Trios gibt es? Ja, 8 über 3. Ich wähle einfach 3 aus diesen 8 aus. Das ist eine Kombination, es spielt ja keine Rolle, wer, wann, also die Reihenfolge spielt hier keine Rolle. Irgendwelche 3. 8 über 3 ist 8 Fakultät durch 3 Fakultät mal 5 Fakultät. Ist 8 mal 7 mal 6 durch 3 mal 2 ist 56. So, jetzt, die drei Fischliebhaber sollen hintereinander stehen, direkt hintereinander. Das ist die Schlange und die stehen hier so hintereinander. Dann gibt es 6 Möglichkeiten für die Position des Trios in der Schlange. 8 über 3 Fischtrios und schließlich kommen dann die übrigen 5. Es bleiben 5 Plätze übrig von diesen 8. 3 werden von den 3 besetzt. Dann können sich die übrigen 5 auf die 5 Plätze mit der Wahrscheinlichkeit 5 Fakultät. Der eine hat 5 Möglichkeiten, der zweite 4 und so weiter und so fort. Auf 5 Fakultät möglicherweise auf die restlichen Positionen verteilen. Also ist die Antwort, wie viele Fischtrios? 8 über 3 mal. Dann gibt es 6 Möglichkeiten für die Position. Ja, also das kann ich nochmal erklären. Ich habe ja hier erst entweder die ersten 3 oder von 2 bis 5 und so weiter bis 6 bis 8. 6 Möglichkeiten. Also 8 über 3 mal 6 mal 5 Fakultät. Dann habe ich noch ein Exhibit, habe ich noch, nämlich Kombinationen mit Wiederholungen. Also, die Anzahl der Kombinationen mit Wiederholung sind n plus k minus 1 über k. Das über haben wir schon längst definiert. Also, offenbar kann jetzt k wieder größer sein als n. Nehmen wir an, k ist zum Beispiel 17 und n 15, dann ist ja n plus k minus 1 trotzdem größer als k. Den Beweis habe ich hier im Text nochmal für euch aufgeschrieben. Ich trage ihn jetzt aber nicht vor, weil er doch eher kompliziert ist. Und dann habe ich schon die Zusammenfassung. Danach sage ich dann auch Tschüss. Also, Pn bezeichnet die Anzahl möglicher Permutationen. Sorry, dass sich das so überschreitet. Da
habe ich einen Fehler bei der Formatierung gemacht, tut mir leid. Also Vn über Vnk, hier unten das N, hier das K, die Anzahl möglicher Variationen, V wie Variation, ohne Wiederholung. C, Nk, die Anzahl möglicher Kombinationen ohne Wiederholung. Ja, es ist jetzt schlecht zu sagen C wie K, aber ja, es ist einfach C. Dieselben Bezeichnungen mit Querstrich darüber bezeichnen dann mit Wiederholung. Das ist ja ohne Wiederholung. Wiederholung, bitte, Rechtschreibkorrektur. Es sind also fünf Formeln zu erlernen, nämlich die Anzahl verschiedener Permutationen ohne Wiederholung ist N-Fakultät, das hatten wir, die sind die Permutationen. Mit Wiederholung gibt es die also nicht, haben wir nicht. Anzahl verschiedener Variationen ohne Wiederholung ist N-Fakultät durch N-K-Fakultät, das hatten wir. Mit Wiederholung N mal N ist N hoch K. Dann die Anzahl verschiedener Kombinationen wieder ohne Wiederholung ist N über K, ganz einfach. Und mit Wiederholung, das hatten wir jetzt gerade, ist N plus K minus 1 über K. Und das war's, die Zusammenfassung. Und dann sage ich, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.